Glitch hier, Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Siege of Hater, Peace of the Wild. Nun, ich wollte wieder ein Hynox-Platt machen, aber der ist hier oben. Und hochgeklettert habe ich nicht geschafft, bin ich abgestürzt, konnte mich rechtzeitig wegteleportieren. Und jetzt will ich mal versuchen, hier so rüber zu gehen. Weil hier ist alles Stall. Und dann müsste ich mal hier mal sehen, ob ich da irgendwas finde. Also ein Weg nach oben, meine ich jetzt. Sieht doch mal, das... Also... Das habe ich wirklich gedacht, das wäre halt die Statue. Dabei ist nur Varu das Hintern, was ich da gesehen habe. Mal sehen, vielleicht gibt's heute Rindfleisch. Apropos Rindfleisch, ich habe ja auch... Naja, eher gestern ist das. Habe ich ja vorhin Subway, sowas, einen neuen Sandwich ausprobiert. Das ist natürlich, naja, nur für kurze Zeit. Das ist so mit Pamani-Fleisch und sowas. Was ist das eigentlich? Rindfleisch mit Pfefferkruste. War eigentlich nicht schlecht, das Dumme ist nur... Ja, als die Frage war, was für ein Sandwich ich gerne hätte... Habe ich gemacht, ja, einfach, was meinen Sie, was passt? Und meinte, ja, richtigen Senf. Und hat da, also man kann sagen, der Zellfisch hat da drin gebadet. Was war lecker, aber naja, bisschen zu scharf. Und einfach auch so nur einen reinen Senf reinzubeißen. Also, das war nicht schön, sag ich mal. Muss ich doch vielleicht danach ganzen... Ich könnte mal versuchen, ob ich es da irgendwie nochmal schaffe, aber leider ist da nichts irgendwie, wo man so großartig, dass ich ausruhen könnte. Ich versuche es, wenn nicht, dann, naja, muss ich wieder wegteleportieren und den ganzen Weg... Och, come on, das ist doch nicht euer Ernst. Den ganzen Weg dorthin. Allerdings, ich könnte mal versuchen, ob ich hier darüber kann, so. So, dass ich es sozusagen so abkürzen könnte. Nur ich mache nur halt Sorgen wegen Linksausdauer. Die ist ja nun ja nicht unendlich. Und könnte halt dafür sorgen, dass Link halt schnell, naja, die Puste ausgeht. Man kann sagen, Nintendo zwingt den Spieler auch nachzudenken, was sie tun. Und nicht einfach stur nach vorne, also vorne, vorwärts stürmen, meine ich. Habe ich irgendwo? Ach ja, da war einer, der wollte es ja gerne gewürzt haben. Naja, notfalls ist sich das hier. Oh, oder das? Ich wollte jetzt nicht unbedingt... Ja, das würde ich dann essen, wenn ich es nicht schaffen sollte. Oh, hört ihr? Schnarcht er wieder. War jetzt den ganzen Weg nochmal. Habe ich keine Lust. Und so... Und ehrlich gesagt, wäre es auch ziemlich blöd, wenn... Wäre es auch irgendwie ziemlich blöd, wenn ich jetzt auch im Mivas Gebet für so eine Dummheit... Sprich, einfach wieder, weil ich wieder blöd abgestürzt bin. Zu benutzen. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich dumm und
Ich habe ein Schwein gehört. Nanu? Sag mal, habe ich das Schild ausgewählt? Okay, es hat mich nicht runtergeschubst. Also sagen, also es... Da. Gut, da ist der Typ. Boah. Okay, warte mal. Kleiden wir uns mal so. Warte mal, ich glaube, ich nehme eine stärkere Waffe. Ja, nehme ich das. Das gute Stück haut mächtig rein und zieht sehr viel. Hier muss ich aufpassen, hier sind Bäume, die könnte er mir um die Ohren hauen. Sieh mal einer an, der hat wohl einen leichten Schlaf. Du blödes Wildschwein, ruinier nicht meinen Angriff. Puh, der muss wohl Nagelpilz haben, wo so wie seine Füße aussehen, also seine Fußnägel. So, warte mal, nimm mal. Abstand halten. So. Schnell hin. So, zack. Und schnell weg. Was mache ich eigentlich mal? Ach so, der Bogen ist kaputt gegangen. Gut, und mit den. Also das ins Auge stechen mochte er wohl nicht. Oh, es regnet. Scheiße, da könnte ich. Gut, hoffentlich, dass die Feuerpfeile weiter funktionieren. Obwohl, Elektropfeile müssen ganz schön böse zwiebeln. Oh, danke fürs Feuerholz. Na, jetzt fängt er an, sein Auge zu schützen. Ja, danke Kamera, dass du dafür sorgst, dass ich nichts sehen kann. Guckt er eigentlich hin, der Typ? Link, lass los. Das irritiert mich, wenn er so einfach auf Bäume springt. Weil... Weil das... Hey, was macht er jetzt? So. Aber das war's dann jetzt. So. So. Okay, zwei Hände, okay. Ich weiß, was ich jetzt erstmal mache. Feuerholz. So nutze ich das Schwert ab und kann. Die kann ich jetzt auch abschauen. Eine Nuss. Oder kann ich das einfach dann zurücklassen, so. Weil das Schwert dann einfach eh da schon abgenutzt ist, so.
Aber schön, dass auch die Schwerter auch länger was aushalten. Also, man kann ja echt ganz gut mit den ganzen Fallen und so, kann man gut runter. Okay, es ist vielleicht nicht so viel, wenn man das Auge trifft, aber einfach jetzt mal mehrmals versuchen, das Auge zu treffen. Nö, so dann hier mehrmals abschießen, noch ein bisschen runterholen und dann anschließend mit ihn so klein kriegen. Weil... Oh, der Pilze. Nur da zu warten, das wird dann zu lang. Also es dauert dann noch länger. Zumal er auch anfängt, sein Auge zu schützen. Ich würde sagen, seine Augen. Der hat doch nur ein Auge. Oh, Maxi-Trüffel. Also irgendwie finden wir Maxi-Trüffel weitaus mehr als so in diesen Schwestern, wo die eine so richtig gierig danach ist. Die wir auch mehrmals gerettet haben. Den nehme ich übrigens. Ah, seht ihr? Der zwei Hände zerbricht gleich und dann ist da eine, ein zwei Hände, den ich da einsammeln kann. Tja. So macht man das, ja. Wo man zu diesen hin, ja, weil er so hart ist, dieser Fußnagel. Ja. Wo habe ich den nochmal platt gemacht? Hey, die Sachen sind doch jetzt nicht respawned, oder? Also, ja, meine ich doch. Okay. Ich war gerade dabei, den hier wegzuschmeißen, aber der ist einfach ideal, um Erze um Erze heranzukommen. Okay. Also den hätten wir erledigt. Gibt's hier noch irgendwie... Nö, die ganzen Hinox sind da weg. Ja, Moment mal. Da scheint doch einer zu sein. In der Nähe von den Ranell-Turm. Gut, dann teleportiere ich mich mal dorthin. Wieso gibt's... Vielleicht soll ich hier doch mal die Gegend mal ansehen. Vielleicht ist hier noch was, weil wenn man hier sieht, hier ist nämlich nicht so viel beschriftet. Okay, es könnte sein, dass hier das hier alles mit Yapu-Blatt gemeint ist. Das wissen wir nicht, aber trotzdem, wir können uns mal umschauen. Weil es wird hier erst alles ja... auf der Karte angezeigt, wenn man da alles ja aufgesucht hat. Und wer weiß, vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Weil der Weg gehen ist nicht so einfach. Aber ich frage mich, was bringt es eigentlich, wenn ich die ganzen Hinox so umbringe? Oh, guck mal, da sind Erze, oder? Naja... Ich hoffe wirklich, dass sie nicht wiederkommen und nicht jedes Mal beim Blutmond wieder auftauchen. Wäre aber ein bisschen auch lächerlich, wenn sie wieder da wären. Das habe ich ja schon mal gesagt. Vielleicht sogar mehrmals. Wenn, sag ich, Bosse wieder auftauchen oder so. Boss recyceln, da bin ich irgendwie zwiegespalten, so sagen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Bosse also in mehreren Variationen in mehreren Spielen auftauchen. Oh, guck mal, da kann ich was sprengen. Aber... Oh, cool. Drei Stück. Aber... Ja. Ach, die Leute... Also... Ich schätze mal, die habe ich gesehen. Und wo habe ich das da wohl verspringen können? Ach, da oben. So wie zum Beispiel Guma. Also wie viele Variationen gibt's von denen? Der ist ja auch ziemlich häufig, häufiger immer aufgetaucht in diversen Spielen. Der ist ja wohl einer der... Be- ja.
Nach der Gewohnheit jetzt. Oh! Mal sehen, ob sich das auch gelohnt hat. Ja. Steinsatz lohnt sich immer. Hä? Das ist doch ein Schrein, oder? Ja. Ach so, das muss der da hinten sein. Wow, so weit weg. Ja, man kann sich ganz schön verschätzen mit der Entfernung. So. Ja, Gummi, der taucht doch auch in mehreren Variationen auf. Und in mehr Spielen. Einmal als Krabbe, dann hat mir so ein Skorpion und so. Man erkennt ihn immer wieder. Es ist halt so ein Krabbelviech mit einem Auge. Hab ich ja schon mal gesagt. Nintendo hat es so mit Einäugigen, oder? Und da hinten ist der Einäugige der König. Na, lassen wir mal. Es könnte. So. Wo sind wir jetzt eigentlich? Was ist denn das da hinten? Könnte ich mir mal genauer ansehen. Oh, Hyrule-Kraut. Nee, Hyrule-Gras, aber. Gehen wir mal wieder. Ich sollte auf jeden Fall auf mein Essen achten. Ich bin auch froh, dass das Essen nicht. Ah, östlicher Stausee. Ist das jetzt auch angegeben? Nö. Doch, hier. Ach so. Da bin ich also. Ist das der Sonnenuntergang da hinten? Oder schon? Nee. Die Farbe des Blutmonds hat einen ganz anderen Rotton. Ja, ich kann Farben so unterscheiden. Also ich meine, so die Töne und sowas, da habe ich keine Probleme. Ich kann das echt sehr gut unterscheiden. Tja, rot ist nicht gleich rot. Es gibt orange-rot, dann gibt's so, sag mal, blutrot und all das. Also orange-rot, das ist ein, da ist gelb drinne. Oh. Blutmond. Wenn das so ist, dann könnte ich das jetzt mal gucken, ob der wieder da ist. Das wird auch jetzt mal doch hier sehr interessant. Ich habe ihn noch hier im Platt gemacht. Also das will ich jetzt mal wissen, ob die auftauchen.
Ach, die Zeit ist vorbei, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann sehen wir auch, ob der wieder auftaucht, der Hinox. Danke für uns. Tschüss, Matani.